König Charles, vergessener Landsitz. Hier hätten und Catherine leben können. Mit Besteigen des Throns hat König Charles, 74, ein riesiges Portfolio an Immobilien von seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth, 96, geerbt. Dazu zählen unter anderem der Buckingham Palast, Windsor Castle und Sandringham, wo die Royal Family seit Generationen gerne und viel Zeit verbringt. Doch auch einen wunderschönen Landsitz darf der Monarch sein eigen nennen. Hier könnten heute Prinz William, 40, und Catherine, Princess of Wales, 41, mit ihren Kindern wohnen. Bei diesem Anwesen handelt es sich um Frogmore House. Seit 1792 diente es als königliche Residenz. Nachdem es von Sophie Charlotte, Herzogin zu Mecklenburg-Strelitz, 1744 bis 1818, der Ehefrau von König George III, 1738 bis 1820, erworben wurde. Weder König Charles noch Queen Elizabeth haben je darin gewohnt. Immerhin verweilen sie bei Aufenthalten außerhalb Londons immer auf Schloss Windsor. William und Kate hingegen sollen es laut Mirror als mögliches Zuhause für sich im Auge gehabt haben. Bevor sie sich für das Adelaide Cottage entschieden. Im vergangenen Sommer plante das Paar mit seinen drei Kindern Prinz George 9, Prinzessin Charlotte 7 und Prinz Louis 4 einen Umzug nach Windsor und war auf der Suche nach einem neuen Wohnsitz. Frogmore House soll in der engeren Auswahl gewesen sein, letztendlich entschieden sich die beiden jedoch für das denkmalgeschützte Adelaide Cottage, das zum Crown Estate gehört. Frogmore House ist umgeben von Natur und einem Sumpfgebiet, das von vielen Fröschen bewohnt ist. Daher rührt auch der Name des Gebäudes. Statt einen Teil der königlichen Familie zu beherbergen, wird die Residenz heute als öffentliche Attraktion genutzt, die zurzeit jedoch geschlossen ist. Doch immer mal wieder wurde das strahlende Anwesen für große Familienfeiern mit Leben gefüllt. So feierten Peter Phillips, 45, und seine Autumn, 44, hier ihre Hochzeit und auch Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, ließen es hier mit hunderten Gästen nach ihrer Vermählung krachen. Frogmore House ist übrigens nicht zu verwechseln mit Frogmore Cottage. Beide Häuser befinden sich auf demselben Anwesen. Letzteres wurde vor ihrem Umzug in die USA von Harry und Meghan bewohnt. Verwendete Quelle: Mirror Co.